Hi Leute und willkommen zum ersten Käfer-Review auf unserem YouTube-Kanal Catstopper. Ich zeige euch heute den asiatischen Einhorn-Riesenkäfer, also die Larve. Der heißt auf Lateinisch Xylotropis gideon sumatrensis. Ja, den habe ich gekauft bei The Pet Factory auf die Website. Die werde ich euch nachher nochmal zeigen. Ja, dann würde ich sagen, packe ich den an. Der hat 22,50 Euro, also zwei Larven haben 22,50 Euro gekostet. Den habe ich in so einer kleinen Box hier drin. Da habe ich das Substrat, das Beetlefix 1 und 2, habe ich hier vermischt. Dann packe ich ihn jetzt einfach mal aus. Der ist, wo ist denn der? Also, der Käfer, der frisst dann am Ende Beetle Jelly. Das ist so Marmelade, nur halt extra für Käfer zubereitet. Dann fressen die auch, können die auch überreife Bananen essen, also säurearme, überreife Früchte. Wie ihr Beetle Jelly selbst machen könnt, findet ihr in dem Buch von Tim Adam, die Käferfibel. Da findet ihr auch noch zahlreiche andere Käferarten, die ihr auch von mir aus kaufen könnt. Ja, es ist hier die Seite mit dem Beetle Jelly. Wenn ihr wollt, könnt ihr, wenn ihr das Rezept mal selber machen wollt, könnt ihr jetzt ja von mir aus von dem Video einen Screenshot machen. Hier sehen wir auch nochmal unseren Käfer, der... Also wir haben jetzt die Larve davon und ja. Der fertige Käfer wird um die 5 bis 7 cm groß. Alter, die werden um die 12 bis 14 Monate alt, also inklusive die Larve. Also der Käfer kommt aus Sumatra, deswegen heißt er ja auch Xylotropis gideon sumatrensis. Und die Larven sind so anpassungsfähig, dass sogar die Wurzeln von Ölbäumen dann auf Sumatra so verspeisen. Also, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was über die Website von The Pet Factory. Also der, was ihr bei in der Suche eingeben müsst, ist thepetfactory.de. Dann erscheint hier diese Homepage, also diese Seite. Und dann sind hier halt erstmal hier die ganz neuen Artikel. Hier sind zum Beispiel Asseln irgendwie. Ein Regenbogen, Saftkugler gibt's hier. Dann hier an der Seite könnt ihr dann halt suchen, aber da müsst ihr immer den lateinischen Namen von den Käfern eingeben. Und es kommt auch manchmal vor, dass es die nicht gibt. Also ich gebe jetzt einfach mal den Namen von unserem Käfer ein, den lateinischen. Moment. So, da dürfte eigentlich jetzt was kommen. Und dann haben wir hier einmal Xylotropis gideon sumatrensis. Der kostet hier 34,50 Euro. Also, er war unserer, den wir hier haben, noch recht billig. Dann gibt es noch den Xylotropis gideon boneensis. Der kommt dann wahrscheinlich von Borneo. Der kommt von Sumatra. Natürlich könnt ihr halt auch noch andere Käfer suchen. Und ihr könnt euch auch noch da anmelden. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch jetzt auch für Käfer interessiert, dann könnt ihr euch ja einen holen. Abonniert uns auf jeden Fall mal oder liked das Video. Und dann will ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.